MOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier bei einem neuen Part vom Ultimate Team Let's Play. Und wir müssen mal hier die Bank mal ein bisschen aufräumen. Denn mehr als 3,5 Sterne dürfen wir hier nicht bekommen. Dementsprechend wird mal hier mal ein paar Bronzespieler hier mal drauf getan, die ganz schlecht bewerten. Oh, da ist er gleich schon hier enorm runtergegangen. Haben wir hier noch einen schlechteren? Ja, hier einen 48er, ist ja mal gut. Und ich denke mal, wenn wir jetzt den nächsten raustun, dann sollte es eigentlich ja den Nunkoi, den... Ja, ne, den lassen wir kurz mal drauf. Da wird der Benzema hier halt mal ausgewechselt. Dann müssen wir mal gucken, da hier auch noch ein 47er, das ist sehr schön. Ah, da sind wir jetzt schon auf 3,5 Sterne. Und jetzt gucken wir mal Müller, bringen wir mal raus für den Luis. Falls wir mal im Spiel wechseln müssen, sollen wir einen für hinten, den wir in die Dreikette stellen können, einen für den Sturm und einen fürs Mittelfeld. Was ja gar nicht mal so schlecht ist. Vielleicht tun wir mal hier Müller durch den Melo ersetzen. Denn den Müller, den könnten wir dann rein theoretisch dann auch noch mal auf die Außen tun. Falls wir da Handlungsbedarf haben, und den Müller, den kann man auch zur Not als ZM dahin tun. Mit seinen Hi-Hi. Und dann starten wir mal den Community Cup. Sind ja in der vorletzten Folge, glaube ich, ja in der zweiten Runde hier rausgeflogen. Also das habe ich immer noch nicht ganz verkraftet. Wir haben jetzt schon 2 Niederlagen hintereinander hier bekommen. Natürlich ein bisschen unglücklich. Ich hatte ab und zu jetzt vorher auch schon ein Spiel gemacht. Aber dass ich dann ausgerechnet die dann aufnehme, die ich dann auch noch verliere, ja. So, wir gucken dann mal. Wir haben hier einen 24-2 als Gegner, 92 Chemie, aber ja. Das ist ein BPL-Team mit einem Bronze-Keeper im Tor und einem ZDM, der da auch nicht hingehört. Der Rest ist BPL und pacig bis zum geht nicht mal. Von daher müssen wir dann mal gucken, wie das denn alles hier denn so wird. Ob wir dann eine Chance haben. Denn ich glaube, wenn Eto'o da drauf wächst auf unser Tor, dann hat der gute Forster nicht so die krassen Chancen, den zu halten. Von daher vielleicht ein bisschen vorher schon den Ball wegnehmen, aber das ist immer leichter gesagt als getan. So, vielleicht müssen wir dann einfach mal auf unsere Stärke mal vorne hoffen, auf den DPay, denn man darf nicht vergessen, er hat ja auch nur einen Bronze-Keeper. Hat gar nicht mal so schlechte Werte, weil ich den irgendwie aus einem anderen Team noch mal kenne. Aber ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, okay, er hält jetzt hier die ganzen Bälle. Ah, schade, DPay fast mit dem Kopf da zur Stelle gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken. Man weiß auch nicht, wie der Gegner hier ist. Wenn der Gegner gut ist. Ah, also die Lobpässe kommen hier schon mal. Aber so einfach geht das natürlich nicht. Wir haben ja jetzt auch keine so schlechte Verteidigung. Von daher muss er sich da mal was Besseres ausdenken. Lucadia jetzt mit dem Pass auf den Townsend. Townsend. Lucadia ist das Kopfball-Ungeheuer. Nicht Luis steht da. Ja, muss man immer ein bisschen gucken. Ich hätte mal vielleicht versuchen müssen, ja, Lucadia da an Luis vorbeizugehen. Das ist aber leichter gesagt als getan damit. 2 Sterne Spezialbewegung. Jetzt passen wir mal auf den DPay. Der Pass, der war nicht sauber. Dementsprechend kommt er nicht an. So, vielleicht kommen wir mal demnächst mal in aussichtsreiche Position mit den DPay, dass wir mal irgendwie mal einen Job in die Mitte machen können, sodass wir mal draufziehen können. Jetzt hier, Lucadia schießt. Oh, Mensch, Junge, das muss doch nicht sein. Wenn du den hier besser aufs Tor gebracht hättest, ich hätte mich festgelegt, der Ball wäre drin. Eto'o auf den Jerome. Oh, Danilo. Nicht gut, aber er kann ja hier auch nichts machen mit seinem Jerome. Ich glaube, der Jerome, der hat auch High Med, ist auch relativ schnell und groß, müsste der sein. Also sieht ja auch schon groß aus. So, jetzt passen wir mal nicht auf den DPay. Lucadia bekommt hier nicht... Ja, das ist das Problem bei Lucadia. Der muss wirklich in der Mitte stehen. Denn passen ist jetzt nicht so großartig von ihm. Skill, 2 Sterne Skill.
auch jetzt nicht, dass er sich da jetzt so durchgehen könnte. Ist halt so ein Bälleverteiler vorne im Sturm für den Depay und für den Townsend. Aber ich spiele ja gerade hier irgendwie eine Grütze zusammen. Kommt mir so vor, als wenn er immer das verhindern will, dass Depay hier den Ball hat. Ist aber genau weiß, was auf ihn zukommt, wenn der Depay schießt. So. Jetzt geh mal wieder nach außen, Depay. Genau so, so. Und jetzt geh nach außen. Memphis, komm, komm. Jetzt mal in die Mitte. Ach, David Luiz steht da. Oh, 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 oh. Und das könnte und das müsste er sein, so hier sein. Ja, Townsend hier per Kopf. Denn da hatte er einen entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar den Rückpass mit seinem Verteidiger. Und sowas, ja, da Luiz. Und ja, der Pass, der geht ins Ding so. Mit Luka Dier müssen wir da einfach reinflanken. Denn aus der Position mit seinem schwachen Fuß, da wäre nichts geworden. Da hätte der Keeper den wohl abgeklatscht. Und von daher nehmen wir einfach das sichere Tor hier mal an. Und hoffen mal. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, da durchzukommen bei den Gegnern, weil ein 4-1-2-1-2 ist auch defensiv stark. Auch wenn er da jetzt. Nein, 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 komm, komm, komm. Oh, hol den Ball weg. Oh. Außer wenn er hier um kann. Aber wer war das denn? War das sein ZM, der da nach vorne gelaufen ist? Auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn er geschossen hätte, dann wäre das definitiv gefährlicher hier gewesen. So, passen wir mal hier runter. Ne? Townsend, dann mit dem Pass auf Luka Dier und der. Das gibt es nicht. Luka Dier hier mit diesem Finalschuss, der nicht reingeht. Ah, war noch von den Gegnern hier abgefälscht. Ich wollte gerade schon sagen, der Nachschuss geht natürlich nicht rein. So, Kopfball Luka Dier und Roche hat hier den Ball. Stimmt, jetzt weiß ich, woher ich den Roche hier kenne. Jetzt, wo ich den Namen sehe. Den hatte ich hier beim Bronze Cup. Mit den Gunning und so. So, Depay, Finesse-Schuss. Boah, Finesse-Schüsschen. Depay, das muss ein bisschen besser sein. Wenn du hier 480.000 Münzen gerechtfertigt werden willst. Aber ich verurteile ihn noch nicht. Vielleicht jetzt Depay, Schuss drin. Da ist er. Memphis Depay in der 30. Minute. Ist er zur Stelle. Sehr schön. Da kommt einfach der Pass. Und Depay, glaube ich, der war hier der angenommen. Und dann einfach mal rein. Da ist halt seine Schusspower. Und da ist halt sein Bronze-Keeper. Und da hat er halt keine Chance. Und wenn er das zum Beispiel mit Eto'o machen würde, dann würde das eventuell gleich aussehen. Aber jetzt will er hier mal ein bisschen durchskillen. Aber da wird nichts. Depay geht zum Ball. So. Depay. Schön hier an David Luiz vorbeigesetzt. Zack, zack. Da unten steht jetzt einer. Jetzt mal ein bisschen schneller das Spiel machen. Townsend jetzt Finesse ihn einfach rein. Ach. Also dafür hätte er jetzt das 3-0 hier verdient gehabt. Er macht jetzt auch schon Scheiße mit seinem Keeper. Also rausholen. Und wenn er schon sowas macht, dann soll er halt hier das 3-0 hier reinbekommen. Nein, im Gegenzug ist er Klischee da vorne. Aber Korka, wie ich ja schon erwähnt hatte im letzten Video, eine Mauer da hinten. Selbst gegen den goldenen Klischee, der Pace hat. Danilo. Depay. So, komm. Luka Dier jetzt auf den Salmao. Salmao mit dem Pass auf den Luka Dier. Jetzt schießt. Nein. Vielleicht nochmal runterpassen müssen zu den Townsend. Der stand da relativ frei. Memphis. 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 Aber das ist so einfach. Das. Ich möchte, dass der jetzt, da Memphis, ich möchte, dass der Gegner frühzeitig angreift, aber das gewährt er mir nicht und das ist ein bisschen schwieriger. Außerdem bin ich heute noch nicht so warm hier. Meine Finger sind noch nicht so eingestellt, wilde Verrenkungen auf den Controller da anzustellen. Aber so wird das nichts. Also, ja, ich sag mal, ich spiele jetzt auch nicht so überragend hier, aber der Gegner, der spielt einfach zu berechenbar und da nützt ihn das auch nicht, wenn er da einen Eto'o vorne hat. So, Carvalho, jetzt aber mal auf den Depay. Depay, komm, 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 komm. Ah, zu eng da. Ich muss mehr über die Außen kommen. Muss mehr über die Außen kommen. Jetzt hier, Luka Dier, nimm deinen Fuß doch da hoch.
Und jetzt kommen wir zur 45. Minute. Gerrard auf den Jerome. Antonio. Ah, Mist. Kriegen wir hier hin. Ja, wir kriegen den Ball hier noch sehr schön. Memphis verliert hier den Ball an den Walker. Und da ist der Jerome. Ah, Jerome. Aber Kauker steht da relativ sicher. Besser zu spät als gar nicht. Und so gehen wir dann in die Halbzeitpause. 2-0 Führung hier. Ja, also der Gegner hatte hier eine hundertprozentige. Die hat er nicht reingemacht, weil er sweaten wollte, der FC Bad Boy. Und ist dann halt, ja, im Endeffekt verdient hier. Denn wenn man keine Chancen hat, dann darf man sich dann auch nicht beschweren, wenn man hinten liegt. So, komm. Oh, da hat er uns jetzt vielleicht hier rausgespielt. Wir bleiben hier unten mit den Korker. Denn er will hier reinflanken. Eto Forster hat hier den Ball. Nach Schuss. Ja, der geht dann rein. Und dann ist es auch noch sein. Ist es Gerrard? Ja, es ist der Steven Gerrard, der sich mal nach vorne geschlichen hat.